Sehen und die Gelenke mitmachen. Ich glaube, wenn man eine gute Konstitution hat, kann man das bis ins hohe Alter machen. Obwohl, ob man das Reisen dann mit diesem hohen Alter mit dem Stress des Tourens noch machen möchte, ich glaube, da würde ich eher sagen, dann geht man in eine Musikschule und unterrichtet, also wenn man das Bedürfnis hat, mit Musik arbeiten zu müssen. Also das wäre eher so etwas. Was damit anfängst du von alle Unterricht nehmen, das ist klar. Ich finde das ja, ich finde das eine wunderschöne Möglichkeit, auch mit jungen Menschen zu arbeiten, die auch dasselbe Leidenschaft und dasselbe Interesse haben. Und das würde mir sicherlich irgendwann mal Spaß machen. Aber so rein körperlich, wenn man dann wirklich auch in dieser Haltung, das ist ja wirklich nur anstrengend, so viele Tage, die du auf der Bühne verbringst, wie Proben und immer in dieser Haltung mit der Geige. Was passiert da in der Muskulatur über Jahre? Hast du Muskeln, die wir nicht haben? Das stimmt in der Hand, ja klar, weil das eine ganz andere Bewegung dann auch da ist. Allerdings, ich glaube, dass man halt über die Jahre lernt, auch in dieser vielleicht verkrampft aussehenden Position auch eine gewisse Entspanntheit zu haben. Und es gibt halt auch eine Marathonbox, das ist jetzt auch nicht natürlich Sport. Also kein Mensch sagt, ich laufe jetzt mal 42 Kilometer. Ich habe es noch nie gemacht, guck mich nicht so an. Ich glaube, 42 ja. Kilometer nochmal, weil ich Bock drauf habe, sondern das sind ja auch Leute, die irgendwie ambitioniert das geil finden und da auch drin aufgehen und dann das auch leben. Ein Stück weit auch mit der Musik. Es ist vielleicht nicht alles ganz gesund, also so 100%, aber man hat so viel Spaß, dass man diese paar Prozente da abzieht und sagt, okay, dafür muss ich halt irgendwie ein bisschen Ausgleich auch irgendwie schaffen. Der Mensch, Jörg, der ist ja, der geht ja jeden Morgen die Hand, oder? Ja, ja. Hat er sonst nicht viel zu tun, in der Fahrt, irgendwie zu beschäftigen seit Jahrzehnten. Aber sei es wie du. Der ist ja auch nach Stadlager gegangen, nicht um Sachen anzugucken, sondern um Autos hochzuheben. Ne? Genau, wie gesagt, der hat halt viel Freizeit. Das genießt er. Ja, das ist schon. Man merkt auch richtig, dass ihr wirklich gemeinsam unterwegs seid und ihr kennt eure Laufwege, ne? Habe ich so den Eindruck. Ich weiß, ich sehe ihn einmal am Tag und dann sagt er mir, ich soll auf die Bühne. Jetzt kommen wir mal zu der Abteilung. Warst du schon mal in Wacken? Ich habe so viel gehört von Wacken, ich war persönlich noch nie da. Jörg geht ja, hat ja gesagt, viel Freizeit geht da oft hin. Jörg war auch dieser da, wir haben ihn mal gesehen. Bist du? Point. Aber ich meine, du spielst Songs ja auch heute Abend hier, ja, die auch durchaus im Wacken zum Standard gehören. Ich hatte auch das eine Mal die Anfrage, da was zu machen im Wacken, aber es hat halt einfach aus zeitlichen Gründen bis jetzt noch nicht geklappt. Aber so Musikfestivals, die natürlich auch ein Stück weit in die Richtung Rockfestival gehen, finde ich schon total spannend. Aber ich, wie gesagt, ist jetzt leider noch nicht die Möglichkeit gehabt. Wer von euch, von den knapp 10.000 Meter hier, wer von euch war schon mal im Wacken? Ja, kann doch jeder. Man denkt ja, das ist, oder in der Öffentlichkeit, das ist der helle Wahnsinn, aber es ist so ein kultureller Ort geworden, der nicht nur metallisch ist. Wann warst du das erste Mal? Wie bist du im Wacken-Team gelandet? Ja, wir haben uns kennengelernt, da warst du in Büsum. Du hast da irgendwie Events in Büsum gemacht. Also ich schätze mal, Shanty-Chöre gemanagt und sowas.